Ja, ich wollte euch nochmal zeigen, wo wir hier die Deponie jetzt haben. Da hinten, hier vorne, direkt hier an der A. Man sieht, wie lieb die A jetzt hier durchfließt. Ich wusste gar nicht, dass das so ein kleiner Fluss ist. Ja, ich habe gerade noch ein bisschen meinen Hänger sauber gemacht. Und dann habe ich dich hier getroffen. Ja. Stell dich mal ganz kurz vor. Ja, ich bin Julian Boll. Ich wohne hier vorne am A-Ufer direkt. Uns hat es natürlich auch voll erwischt. Und es ist eine ziemliche Katastrophe hier. Ne? Auch mit den Einsatzkräften, alles, was passiert ist. Und ja. Ja, also du bist hier vorne. Welches Haus ist das? Das große Gelbe war da vorne. Ich weiß nicht, ob man das genau sieht, da hinter den Treckern. Okay. Und kannst du erzählen, wie das hier passiert ist oder was passiert ist genau? Ja, wir haben eine Meldung bekommen von der Feuerwehr abends um 19:30. Nicht in Kellern aufhalten, könnte Hochwasser kommen. Da haben wir gedacht, das kommt wie 2016. Da haben wir ein bisschen auf der Straße gehabt, 10 cm im Keller, da war alles noch cool. Haben natürlich auch dementsprechend Vorkehrungen getroffen mit Abpumpen und alles versucht. Ging nicht, Wasser ist so schnell gestiegen. Wir sind auch gerade so mit 2 Hunden und 8 Personen aus dem Haus gekommen. Sind auch über Zäune geklettert und weiß ich nicht was, da stand das Wasser schon brusthoch. Und ja, jetzt Katastrophe, ne? Also ihr seid rausgegangen, als das Wasser schon... wir waren die ganze Zeit draußen, aber wir haben halt eher zugeguckt. Ne? Wir konnten ja nichts mehr machen. Wir haben gesagt, wir geben den Keller auf, scheißegal. Ja, und dann ist es im Wohnzimmer gelaufen und dann haben wir noch die wichtigsten Sachen rausgeholt und sind abgehauen. Ja, da habt ihr ja noch Glück gehabt, ne? Ja. Weil die Strömung hier, die muss ja extrem gewesen sein. Ja, wir mussten es am Zaun festhalten. Und das war oben in der Nebenstraße, das war nicht hier auf der Hauptstraße. Krass. Und was war mit dem Nebenhaus? Also wir haben schon ein bisschen gequatscht gerade. Da ist die Feuerwehr reingegangen, nachdem wir die angesprochen haben, unsere Nachbarn werden vermisst. Sie hätten nichts gefunden. Dann haben wir Nachbarn von der Straße getroffen, die haben gesagt, ja, wurden evakuiert und gestern Nacht haben sie wohl da 2 Leichen rausgezogen. Also grob fahrlässig, was die Feuerwehr da gesagt hat. Ja, ich denke, das ist auch eine Situation, da muss man vielleicht abwägen. Ne? Also das ist immer schwierig irgendwie. Ja. Das überhaupt zu fassen. Du sagst, wo wir hier stehen, hier war eine Hundewiese. Genau, hier war eine große Wiese, hier konntest du mit den Hunden gehen. Alles Weinberg, alles hier vorne waren Gärten. Also nur um es mal zu zeigen, wo die Wiese jetzt ist, weil das versteht man so gar nicht. Ich habe das auch erst nicht verstanden. Die Wiese ist hier 2 Meter drunter, ne? Ungefähr. Ja, hier war ein Stück Wiese, dann kam ein kleiner Bach, so von 1,50 Meter und danach die Wiese bis runter zur A. Und die A war da noch viel weiter zurück. Auf der anderen Seite kam das Ufer auch noch mal so 3 Meter hier rüber. Also die A ist wirklich noch viel, viel kleiner als sie jetzt ist. Aber also 3 Meter sind hinten runtergeklappt, genau. Oder was? Ja, stimmt, locker. Ja, und die Wiese war also in der gleichen Höhe wie der Radfahrweg hier? Ja, die ging so ein bisschen schräg hoch und nach hinten wieder runter. Also da unten auf jeden Fall war das die gleiche Höhe. Was das für eine Gewalt sein muss, um so einen Schotter hier mitzuziehen, ja. Ne? Ich war auch relativ erschrocken, ne? Auch die dicken Steine, das ist alles mitgesogen worden. Ja, das kam von dem Steinbruch da vorne. Ein alter Schiefersteinbruch. Da konnte man normalerweise hergehen. Da vorne, wo der Baum steht, da ist ein Wanderparkplatz gewesen. Da kommt man dann auf der anderen Seite. Da vorne kommt dann noch ein Stück Weg raus. Also. Ja, und die weiße Bank da? Weiß ich, hier vorne stand auch eine große Hütte noch von einem Winzer. Der hat da ein paar Maschinen gelagert. Da liegt wahrscheinlich auch der Anhänger noch von dem. Ja. Ja. Aber ja. Gut, ihr seid jetzt wo einquartiert? Wir sind im Moment in Wachtberg Philipp bei Oma und Opa und ja, da haben wir eine Wohnung, da wird alles super. Bei Godesberg ist das? Genau, da in der Nähe. Ja. Und das heißt, wenn ihr jetzt eine Wohnung findet, dann? Das wird dann von der Versicherung bezahlt. Wenn wir jetzt eine Wohnung übergangsweise finden, ich denke mal, das dauert ein Jahr, bis es wieder aufgebaut ist, muss der Esstisch alles raus, dann wird die Versicherung das übernehmen. Und ihr traut euch dann wieder hier hinzuziehen? Auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall bereit dafür. Mein Vater ist noch so ein bisschen am Grübeln, weil wenn es nochmal kommt, weiß ich nicht was. Aber dann ist es so. Ich will es auf jeden Fall nochmal versuchen. Ich meine, wie ihr wohnt, das ist ja wirklich wunderschön. Ja. Also das ist unglaublich, wie schön hier die Landschaft ist. Ne? Das Ahrtal. Ich bin hier früher mit dem Motorrad gefahren. Ja. Das war für mich immer ein Highlight, hier durchzufahren. Ja, und das ist jetzt leider daraus geworden. Aber ja, ich denke, in einem Jahr... Ja, wird hier wieder alles normal. Genau. Ich hoffe es. Ja, ist ein bisschen Arbeit, aber wir werden es schaffen. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Ja, und gerne, kein Problem. Alles Gute für dich. Ja. Ich denke, wir sehen uns sowieso. Ja, ja. Wir sehen uns hier immer. Wir sind ja hier eine Community mittlerweile. Genau. Ne? Ja, okay. Alles Gute. Dann danke dir auch. Ja, ciao. Ja, das Auto kommt.